Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Read and Talk. Mein Name ist Günter Keil und ich freue mich schon auf das Gespräch mit einem der erfolgreichsten Autoren Österreichs, Bernhard Eichner. Seine Romane wurden in 16 Sprachen übersetzt. Er wurde dafür auch vielfach ausgezeichnet und seine Totenfrau-Trilogie hat wirklich ganz neue Maßstäbe im Thriller-Genre gesetzt. Sie wird momentan von Netflix verfilmt. Aber wir sprechen natürlich heute über den neuen Roman von Bernhard Eichner, Dunkelkammer. Mehr dazu gleich. Kurz zur Info, die Veranstaltungsreihe Read and Talk wird Ihnen präsentiert von Ihrer örtlichen Buchhandlung. Wir bieten sie gratis an, aber Sie können sich vorstellen, dass jede Menge Arbeit dahinter steckt und deswegen blenden wir ab und zu diesen PayPal-Link ein. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und selbstverständlich geht alles, was da reinkommt, von Ihnen an die beteiligten Autoren und Autorinnen. So, jetzt aber ein herzliches Hallo nach Innsbruck, Bernhard Eichner. Hallo lieber Günther, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Read and Talk, super, super Serie. Ich habe selber schon jetzt einiges mir angesehen und angehört. Sehr klasse, dass ich auch dabei sein darf. Na klar, selbstverständlich. Ist eine Ehre für mich und für uns. Und du hast es sicher auch schon mitbekommen. Wir haben im Vorfeld jede Menge Fragen reinbekommen vor dieser Aufzeichnung. Und wir versuchen natürlich, so viele dieser Fragen wie möglich sehr gerne euch weiterzugeben an dich. Ja, Dunkelkammer. Eigentlich ist das so ein Titel, da könnte man ja meinen, das sei sowas typisch Dunkles, irgendein Folterkeller, aber in deinem Fall ist es was anderes. Ja, es ist tatsächlich eine Dunkelkammer, wie man es, wir älteren Semester, wie wir es vielleicht noch kennen aus den 80er, 90er Jahren, 70er Jahren, der Ort, an dem analoge Bilder entwickelt werden, analoge Filme wirklich in der Filmspule noch da reingegeben werden mit Chemie, wo man das Papier reinlegt und es passiert, dass dann auf dem weißen Blatt plötzlich ein Bild erscheint. Und diese analoge Fotografie ist etwas, das mein Held, David Bronski, der Pressefotograf ist, liebt. Also es ist eine Leidenschaft. Er ist ein analoger Spinner, heißt es irgendwann mal in dem Buch und verbringt viel Zeit in seiner Dunkelkammer. Und zum einen ist es auch so ein bisschen Spiegel seiner Seele, diese Dunkelkammer. Also ein dunkler Ort in ihm drin. Er ist ein einsamer Wolf, der viel einstecken hat müssen, viel Schicksalsschläge hinnehmen hat müssen und ja, die Dunkelkammer ist ein bisschen zwei. Einmal der Ort für die Fotografie und zum anderen irgendwie so ein bisschen, ja, Spiegel seiner Seele. Wir werden das alles ganz genau beleuchten in den nächsten, ja, knapp 60 Minuten. Zunächst mal zu der Sache, wieso eigentlich eine neue Figur, eine neue Reihe? Bei dir ist es ja immer so, man weiß nicht so genau, was kommt. Das ist immer eine Überraschung. Kannst du sagen, was dich dazu gebracht hat, eben diesen Max Bronski zu erfinden? Das passiert mir nämlich auch ständig, der Max Broll und der David Bronski. Also da, weil genau. Das liegt daran, Günther, an diesen Bs, weil ich ja diese Helden habe mit diese Blum, diesen Broll und jetzt diesen Bronski. Und mir passiert selber immer wieder, dass sie dann diese bisschen durcheinander bringen. Aber solange ich nicht Brünnhilde Bronski sage, ist es okay. Ja. Genau, Gott sei Dank habe ich das nicht gesagt. Ja. Nein, es ist so, also ich war nach Bösland und nach Der Fund, also zwei Standalones, tatsächlich habe ich den Wunsch verspürt, wieder eine Reihe schreiben zu wollen, weil es einfach schön ist, diese Figuren, die ich mir da ausdenke, lang und mit viel Liebe und mit viel Herzblut länger begleiten zu dürfen als ein Jahr. Das war so ein Wunsch einfach, dass ich die nicht schon gehen lasse nach einem Buch, sondern dass ich sie über 3, 4, 5, keine Ahnung, wie viel es am Ende werden, begleiten darf. Und habe eben dann mir überlegt, was hat er für einen Beruf? Und ich wollte eben immer schon mal einen Fotograf reinschreiben, weil ich ja selber auch einer bin. Und ich liebe das Recherchieren und habe eben im Bestattungsinstitut gearbeitet, habe auch ein Grab ausgehoben für den Totengräber und tauche immer gern so ein bisschen ein in diese Berufe. In dem Fall ist es mir leicht gefallen, weil ich es tatsächlich selber 6 Jahre lang gemacht habe, Pressefotografie von 96 bis 1991, von 96 bis 2001. Und habe da schon ein bisschen schöpfen können, einfach aus meinem Erfahrungsschatz. Und es ist tatsächlich so, wenn man sowas gemacht hat, 70, 80 Stunden in der Woche,
dann weiß man, auch wenn jetzt das nicht alles ausbeschrieben ist im Buch, aber man spürt es vielleicht, dass das irgendwie, ja, dass der Autor ein bisschen Ahnung hat davon. Und mir ist eben der Beruf wichtig. Fotograf ist ein schöner Beruf, also neben dem Schriftsteller der zweitschönste. Ich habe da das Glück gehabt, beide ausüben zu dürfen und habe immer parallel an beiden Berufen geschraubt und gearbeitet, an beiden Karrieren. Dass ich das jetzt schreiberisch miteinander verbinden kann in dieser Bronzke-Reihe, freut mich ganz besonders. Erzähl uns bitte noch ein bisschen mehr über diese Zeit. Du hast gerade schon gesagt, 60, 70 Stunden die Woche. Also das klingt ja nach Wahnsinn, dann auch noch immer unterwegs und an den Tatorten. War das wirklich so, dass du also gerufen wurdest und die Info bekommen hast, da ist ein Unfall, da ist das passiert und du bist wirklich hinschnell? Ja, das war, es ist so, Tirol ist ja ein kleines, beschauliches Fleckchen Erde eigentlich. Und es passieren ja Gott sei Dank nicht jede Woche Morde. Also es ist anders als in Berlin. Ich war da bei der Bild-Zeitung zur Recherche und der hat mir dann vorgelesen, irgendwie was allein an diesem Nachmittag reinkam von der Polizei, irgendwie was alles passiert ist. Gell? Das passiert in Tirol in, sagen wir mal, in einem Monat, wenn es hochkommt. Aber natürlich passieren trotzdem Dinge und ich war damals zuständig für nicht nur explizit jetzt für diese Polizeifotografie, wie es David Bronski im Buch ist, sondern also ich habe schon auch Politik gemacht und Reportagen gemacht und auch Sport gemacht. Also ich war sehr breit gefächert. Es gab einen eigenen Blutfotografen, hieß der damals, also der wirklich nur das gemacht hat, der auch neben dem Polizeifunk schlief. Also das war tatsächlich so, dass der Polizeifunk lief immer. Man hat es abhören können. Damals ist es halt auch nicht mehr ganz so einfach. Und dann sind die raus. Also die sind dann, ist irgendwas passiert und dann ist der, saß der schon im Auto. Und das habe ich versucht immer so ein bisschen zu vermeiden, weil man kommt dann schon in, manchmal ließe sich eben nicht vermeiden, manchmal Situationen, die dann schon sehr brenzlig sind oder sehr heftig sind. Und mit diesen Bildern im Kopf, die man dann macht, die nimmt man natürlich auch mit nach Hause. Und das waren dann schon viele Bilder irgendwie, die ich, wo man gedacht habe, irgendwie hätte ich es nicht gesehen, würde es mich auch nicht stören. Ja, aber wenn das jetzt dieser eine Fotograf, mit dem ich viel zu tun hatte, weil ich vorher in einem Fotolabor gearbeitet habe, bevor ich Fotograf wurde, und der kam da immer an und hat praktisch da seine Filme entwickeln lassen. Und von eben vom Unfall bis zum Mord, bis zum Selbstmord, und der hat alles fotografiert, auch wenn es niemals gedruckt worden wäre, aber er hat es fotografiert und hat dann gesagt, jetzt schau mal, was ich heute wieder habe. Und da waren Dinge dabei, wo ich dachte, irgendwie, ich will es eigentlich nicht sehen. Und und das sind dann schon Dinge, die sich höchstwahrscheinlich auf die Seele legen oder so ein bisschen Schatten drauflegen. Und das passiert auch meinem Helden. Es gibt den Satz, irgendwie erlebt vom Unglück der anderen. Und das ist schon ein bisschen so und das macht auch was mit einem. Das stimmt, das merkt man beim Lesen auf jeden Fall, was das für eine Auswirkung hat und dass das ein ganz spezieller Beruf ist. Ganz kurz noch, bevor wir in die Handlung einsteigen. Damals, zu dieser Zeit als Pressefotograf, hast du dir da vorstellen können oder hast vielleicht sogar schon in der Freizeit daran gearbeitet, dass du Autor wirst, Bestseller-Autor, jetzt viele Jahre später international erfolgreich? Ja, was? Also ich habe immer schon geschrieben, halt für mich Gedichte und Liebesgedichte ganz, ganz früh. Und zu der Zeit habe ich schon geschrieben an so einem kleinen Erzählband, der dann tatsächlich 2000 genau erschienen ist. Das war so ein kleines Bändchen und die habe ich 97, 98, 99 geschrieben. Also es war schon damals irgendwie mein Wunsch oder mein Traum. Und dann waren eben vier Bücher, fünf, sechs, sieben Bücher, die sich so mäßig erfolgreich verkauft haben. Und 2014 war dann der Durchbruch mit Totenfrau. Und seitdem kann ich vom Schreiben leben. Und der Wunsch, der Traum, der war immer schon da. Also das war schon, und ich habe es ja irgendwo gespürt und habe gesagt, irgendwie will das unbedingt. Und habe eben dann, weil ich vorher sagte, 60, 70 Stunden, das war schon so, dass wenn man einen Anruf bekam, hat man fahren müssen, egal was. Ob das dann eine Kranzniederlegung war am Grab von oder ob das jetzt wirklich ein Unfall war oder ein Mordalarm war oder eine Naturkatastrophe, weil irgendwo eine Mure abgeht und man fliegt dann mit dem Bundesheer, mit der Bundeswehr nach irgendwo. Und also es waren schon viele aufregende Dinge dabei, aber am Abend mich hinzusetzen und zu schreiben, das war, habe ich nicht und nie ausgelassen. Also das war schon immer
parallel und ja, also es war über lange Zeit beides. Da war wahnsinnig viel Zeit. Wie das, also rückblickend, wie das alles möglich war, das alles unter den Hut zu bringen, ist eh, also ist eigentlich unfassbar, wie das ging. Klingt dann auch nach, ja, wirklich Disziplin, oder wie du gesagt hast, wenn es immer schon dein Wunsch war, dann muss es wahrscheinlich einfach sein, oder? Ja, genau. Ja, ich denke mal, alles, was man gern tut, macht man dann ja auch. Also es ist, ich würde es keine Scheu, also das Schreiben ist, sage ich, was Wunderschönes, aber es kann auch manchmal mühsam sein, wenn man das dann, das Manuskript fertig hat und man ist in der dritten, vierten, fünften Überarbeitung und man, es hängt einem schon alles irgendwo raus und man denkt sich irgendwo, ich kann nicht mehr. Aber ich spüre dann trotzdem irgendwie, es wird besser. Es flutscht noch mehr. Es wird von Mal zu Mal noch runder und der Rhythmus stimmt noch besser und das ist dann schon klasse. Also also jede Mühe lohnt sich, sage ich. Aber wie in jedem Beruf gibt es wahrscheinlich Tage, wo es dann wahnsinnig freut und manchmal weniger. Aber generell ist es schon so, dass das Schreiben einfach die größte Leidenschaft ist, die ich habe. Ich sage immer, also zuerst die Liebe und dann das Schreiben. Und, ja, also solange ich das machen darf, ich bin der glücklichste Mensch auf der Welt. So schließt sich dann auch der Kreis. Du hast ja vorhin gesagt, du hast auch zu Beginn schon oder schon immer Liebesgedichte oder Geschichten geschrieben und die Liebe ist dir zum Glück gekommen. Fürchterliche Gedichte. Ja. Ja, aber man muss üben. Das mit dem Schreiben ist schon auch so. Ich hätte das, also es gibt ja dann immer wieder so, früher hießen sie Fräuleinwunder oder aber diese, sagen wir mal, wirklich grandios begabte junge Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die dann mit 21 ein 600-Seiten-Buch raushauen und ich mich immer gefragt, ich könnte das nicht. Also ich wäre nicht in der Lage gewesen, mit 25 so ein Buch zu schreiben. Das hat alles wachsen müssen. Also meine Geschichten haben sich wirklich von 12 Seiten, dann irgendwie, das war ein kleines Buch dann da, ein kleiner Roman mit 90 Seiten, wo ich so dreist war und Roman drauf geschrieben habe. Und das ist gewachsen oder ich habe das lernen müssen und irgendwie oder meinen Ton finden, meine Sprache finden, wie möchte ich meine Geschichten erzählen und das hat sich jetzt in den letzten 15, 20 Jahren geschmeidig weiterentwickelt und jetzt klingt so, wie es klingt und ich bin eigentlich sehr happy eigentlich damit. Und das aktuelle Ergebnis dieser langen, langen Reise, das hören und sehen wir jetzt auch gleich, denn du wirst einsteigen in das Buch, aber vorher vielleicht noch, danach können wir uns auch um die Fragen kümmern, schon mal einen Schwung. Vielen Dank an unsere ZuschauerInnen, die vorher schon das alles reingeschickt haben. Ja, jetzt wissen wir eigentlich nur, es gibt also diesen David Bronski und der Roman heißt Dunkelkammer und alles weitere gerne von dir. Dann, also ich lese den Beginn, ihr Lieben da draußen. Er wäre beinahe erfroren in dieser Nacht. Keine Stunde länger hätte er die Kälte ertragen. Sie hätte sich ganz tief in ihn hineingeschlichen, ihn langsam und leise kaputt gemacht. Der Schnaps wäre seine vermeintliche Rettung gewesen. Er hätte so lange weiter getrunken, bis er nichts mehr gespürt hätte. Er wäre für immer eingeschlafen. Ein Spaziergänger hätte ihn am nächsten Tag in seinem Zelt gefunden. Am Boden festgefroren, nur noch ein Klumpen kaltes Fleisch. Ein stilles Ende wäre es gewesen. Kurt Langer, verstorben am 21. Jänner 2021. Ein obdachloser Spinner, der 1,5 Wochen am Waldrand in einem Zelt geschlafen hatte. Kurt Langer war überzeugt davon gewesen, dass ihm der Winter nichts anhaben konnte. Doch die Minustemperaturen hatten ihm wehgetan. Er war den Steilhang hinuntergerutscht und schließlich über die Brüstung geklettert. Er zweifelte nicht daran, dass es der einzige Weg war, die Bechsträhne in seinem Leben zu beenden. Er tat endlich, wozu er sich seit Tagen zu überreden versuchte. Kurt traf die Entscheidung gerade noch rechtzeitig, bevor er erfror. Die Zeit ist so schnell jetzt vergangen, Bernhard. Wir haben diese Stunde fast schon. Aber ich habe so viele Fragen noch hier. Ja, ganz kurz, wenn du vielleicht kurze Antworten geben kannst, dann kriegen wir noch 3, 4 unter. Zunächst mal hier von Matthias. Stimmt es, dass du Priester werden wolltest? Ja, das stimmt tatsächlich. Ich war 8 oder 9 und es war mein Berufswunsch, weil der Pfarrer kam immer rein in die Grundschule, in die Religionsstunde und erzählte diese Märchen
vom Jesus und ich war begeistert. Und ich dachte, ich möchte erstens ein Geschichtenerzähler werden und dann sagte er, das kannst du machen. Tatsächlich, das waren so wirklich Brandreden, Werbereden vom Pfarrer damals. Das kannst du machen, wenn du Priester wirst und kriegst du alles, kriegst du eine Köchin, kriegst du alles. Und ich dachte mir, ich war auch Messdiener, du kannst am Sonntag um 10 vormittags schon Weißwein trinken. Und dann dachte ich mir, Traumjob. Aber meine Mutter hat es mir ausgeredet. Gott sei Dank. Bin sehr froh. Danke, Mama. Ja, vielen Dank. Wir haben am Anfang kurz über Netflix gesprochen. Olivia will wissen, was ist mit der Verfilmung? Wann läuft sie? Ja, das ist überhaupt das allergrößte Wunder, weil in 10 Tagen ist Drehbeginn in Tirol. Auch, was mich sehr, sehr freut, weil die Blum war in Tirol angesiedelt, Totenfrau. Und die Träne sitzt in Österreich und nach 7 Jahren ist jetzt Drehstart und die Träne jetzt 3 Monate bis Mitte Juli und wird dann also geschnitten und Ton und alles gemacht und nächstes Jahr dann im Frühjahr synchronisiert in 28 Sprachen und im Herbst 22 wird es dann in 190 Ländern gleichzeitig, wird sie aufschlagen, die Blumen und hoffentlich viele mit ihrem Morden verzaubern. Wow, klingt super. Ich bin auch schon neugierig. Apropos Tirol und Dreharbeiten, hier ist eine Frage noch von Suse. Was ist denn deiner eigenen Einschätzung nach typisch tirolerisch an dir? Tja, das ist schwierig. Ich tue mal ganz schwer mit, was ist Mann und Frau und Tiroler und Berliner und Münchner. Ich tue mal irgendwie schwer. Ich kann es nicht sagen. Ich glaube irgendwie nicht an diese Kategorisierungen. Jeder ist einzigartig. Und ja. Ja, stimmt. Also ja, wenn ich natürlich, wenn ich Osttirol, bin ja aus Osttirol, wenn ich Osttirolerisch spreche, dann ist das sehr, sehr tirolerisch. Wenn ich dann in meinen Dialekt, in meinen Kindheitsdialekt verfalle, dann ist es ja. Schade, dass wir da nicht die Zeit haben. Das geht mir jetzt dann niemand mehr. Bernhard, die allerletzte Frage versprochen, die kommt von Andrea. Warum haben so viele deiner Helden das B im Namen? Also Boll, Bronski? Ja, Andrea hat es gecheckt. Ich habe im Bernhard, nicht? Bernhard, Boll, Blum, Bronski, im Ben, der Ben in Bösland und im Fund die Rita. Ich hatte tatsächlich mal überlegt, ob die nicht Britta heißen sollte und bin dann doch bei der Rita geblieben. Aber ich habe mir gesagt, das sind die großen Bs der Kriminalliteratur. Mhm. Das ist mein Spaß, den ich mir erlaube beim Schreiben. Weißt du, also man denkt irgendwie so, das sind die großen Bs. Wenn das am Ende bleibt, dann... Nein, ich weiß nicht, ja, hat sich so ergeben. Aber es ist nett, wie dann die nächste Heldin heißt, falls ich wieder ein Liebesroman schreibe, was ich gerne tun möchte. Und da bin ich so am Überlegen, irgendwie, ich bin auf der Suche nach einem schönen B-Namen. Barbara, oder können wir noch eine Stunde diskutieren? Okay, noch kurz der Hinweis, Read and Talk wird präsentiert von Ihrer gastgebenden Buchhandlung und da kriegen Sie auch signierte Exemplare von Bernhard Eichners Dunkelkammer. Man muss sagen, ganz kurz, ich verzeihe, dass ich den Namen unterbreche, vielen Dank an alle Buchhandlungen da draußen irgendwie für das, dass ihr in dieser schweren Zeit so für uns da seid, weil ohne euch und ohne Bücher ist das ganze Leben ein Riesenschmarrn und dafür vielen, vielen Dank. Absolut richtig. Also dafür lasse ich mich gerne unterbrechen, Bernhard. Danke dir, ganz herzlichen Dank nach Innsbruck, dass du diese Stunde hier für uns da warst, für Fragen, für Lesestellen. Und es war doch so ein bisschen wie eine echte Lesung. Deswegen herzliche Grüße, mach's gut. Hat Spaß gemacht, danke vielmals. Liebe Grüße an alle da draußen. Tschüssi. Tschüss.